Wir haben die ganze Menge Post. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing. Let's go to the city. Diesmal bereits ein bisschen später, damit wir vielleicht auch noch andere Insekten sehen können und vielleicht Fische, wenn wir angeln sollten. Ich habe auf jeden Fall Items bestellt. Ich habe Briefe verschickt. Keine besonderen. Aber dazu gleich mehr. Mal gucken, was jetzt angekommen ist. Das sind erstmal alle vom Tom Nook. Okay. Ja, wie ich bereits angekündigt habe, möchte ich meinen Haus ein bisschen umgestalten. Vor allem erstmal den Keller überhaupt gestalten. Bisher war da ja einfach nur ja, Mario-Schrott drin, die Mario-Möbel. Und das wollte ich nicht mehr so stehen lassen. Ihr werdet sehen, dass ich jetzt schon ein bisschen umgeräumt habe mit den Möbeln, die ich bereits habe. Und den Rest habe ich mir jetzt dazu bestellt. Also, wir haben ja diesen, ich glaube, das ist der Perserteppich und die Schmucktapete müsste das sein. Und hier würde ich jetzt gerne einfach mal so ein bisschen, ja, nicht seriengetreu, sondern einfach kreuz und quer reinbauen, so wie ich finde, dass es passt. Ah, hier, die muss ich noch rüberpacken. Dann mache ich nämlich so eine Art Kinderzimmer, nur nicht unbedingt nur mit Kindermöbeln, bei Komori. Ja, auf jeden Fall. Vorab will ich auf jeden Fall weiterhin ein Charakterhaus machen. Das mache ich wahrscheinlich in meinem vierten Charakter dann, wo ich wirklich Möbelserien geschlossen hinstelle, damit es möglichst viele Akademiepunkte gibt, zumindest vorerst, bis ich dann halt alle ja, Belohnungen dafür bekommen habe. Wie gesagt, 150.000 müsste das höchste sein, wofür man Belohnung bekommt. Und das würde ich halt gerne erstmal schaffen, bevor ich dann jedes Haus ein bisschen individueller gestalte, so wie ich jetzt damit anfangen möchte. Mein Erdgeschoss ist ja sowieso schon ein bisschen ja, custom gemacht, einfach weil es ja, ist halt dieses Wohnzimmer. Da sind zwar auch viele Holzmöbel und Westernmöbel zusammen, aber ich stelle das jetzt erstmal wieder um, weil hier muss ich definitiv ganz allein spielen. Und ich gehe jetzt doch nochmal gerade raus und gehe erstmal Fossilien abgeben, damit wir die schon mal aus der Tasche haben. Und wie gesagt, habe ich auch an die Bewohner Briefe geschickt, also zumindest zwei Briefsets voll, also acht Briefe nicht an jeden Bewohner. Wir haben ja, glaube ich, 10. Die letzten beiden, Kiki und Julian? Wer ist der letzte hier in der Reihe? Genau, Julian und Kiki. Die beiden haben jetzt nichts von mir bekommen, aber der Rest hat jeweils einen Brief bekommen mit Gib mir Obst. Ich hoffe, das funktioniert vielleicht mal. Also, es hat ja beim letzten Mal eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte ja die Stadtfrucht Pfirsich, wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben ja Orangen, Birnen und Kirschen bekommen, allerdings leider noch keinen Apfel. Deswegen wollte ich da mal einen neuen Versuch starten. Und ich werde auch gleich mal an den Strand gehen. Da werde ich ja hoffentlich feststellen, dass ein paar Palmen am Wachsen sind. Die bräuchte ich ja für Insektenjagd am Abend oder in der Nacht. Da würde ich gerne so schnell wie möglich natürlich weitere pflanzen. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal direkt rum. Also laufe mal ein bisschen am Strand entlang und schlage da meinen Weg direkt ein zu Nook. Da kann ich dann die Pilztapete verkaufen, die ich noch in meiner Tasche habe. Die habe ich zwar auch schon bei Komori hingelegt, aber ich habe am vorigen Tage noch tatsächlich noch einen Ballon erwischt, wo noch eine weitere Pilztapete drin war, obwohl ich eine gerade in der Tasche hatte. Ja, dann hatte ich halt zwei. Eine davon kann ich jetzt auf jeden Fall verkaufen. Und die Mario-Möbel werde ich auf jeden Fall erstmal im Schrank liegen lassen. Die möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt rauspacken. Ja, ansonsten würde ich auf jeden Fall gerne irgendein Zimmer, möglichst dann am besten ins Erdgeschoss, würde ich gerne so ein bisschen lobbymäßig gestalten, also so eine Hotellobby mit einem Tresen, mit einer Kasse, mit ein paar Luxusmöbeln dann wahrscheinlich am besten, die dann von Grazia irgendwann kommen. Beziehungsweise vielleicht wird das dann auch so eine Art Hotelzimmer. Wäre also meine Idee, dass man so ein Haus quasi komplett als Hotel baut. Dass man da erstmal die Lobby hat in der, da sind halt dann ein paar Couches und sowas, im Erdgeschoss und dann halt oben und unten jeweils, ja, ein Hotelzimmer. Könnte ich mir gut vorstellen, was dann die Hotelzimmer genau werden. Mal schauen. Je nachdem, ob ich halt in die Lobby Luxusmöbel stelle, würde ich dann ein komplettes Luxuszimmer machen. Natürlich aber nicht nur mit Luxusmöbeln von Grazia, sondern vielleicht auch ein paar Zwischenakzenten, damit es eben nicht nur so serienlastig ist. Warum habe ich jetzt eigentlich meine Gießkanne weggepackt? Können auch recht weiter gießen hier. Das wäre da so der Plan. Und vielleicht mache ich so eine Bar. Da hätte ich auch Lust drauf. Mit so schönen. Ich mag diesen Hocker, ne? Diesen Drehhocker mit diesen roten Sitzen. Die finde ich so cool. Okay, eine ist leider eingegangen.
Könnte ich mir vorstellen, vielleicht zu nah an einem Schild oder einfach generell, dass das Feld da nicht gut dafür ist. Schade. Eine wächst auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wenn jetzt hier ein Fossil drin ist, ist das echt doof. Ich war doch gerade erst bei Eugen. Ja, okay. Was soll's. Das lege ich, glaube ich, einfach irgendwo vor mein Haus. Das nehmen wir mal anders mit. Ach komm. Damit ihr nicht getriggert seid, mache ich das Loch sogar zu, wollte ich sagen. Hat nicht so ganz geklappt. Immer noch zielgenauer als das Ablegen von Blumen. Oh, ein Raya Brook und ich schlage einfach erstmal gegen den Tisch. Jetzt wisst ihr wenigstens, dass ich Motion-Steuerung benutze ab und zu. Zumindest fürs Insektenfangen ist das ganz cool. Die sind auch gar nicht so wertlos. Kann man mal mitnehmen. So, so. Ja, ich wollte eigentlich nur zu Nuke jetzt hier. Hier habe ich, glaube ich, keine Palmen mehr gepflanzt. Ich hatte ja jetzt auch nicht so viele Kokosnüsse. Vielleicht sogar nur die beiden von der einen Palme, oder? Das kann gut sein. Aber ich werde da auf jeden Fall am Ball bleiben und im Laufe des Sommers werden wir dann auf jeden Fall einige Palmen haben, an denen wir uns dann bedienen können, insektentechnisch. So, du warst ja schon da, ne? Ich verliere immer wieder den Überblick, weil ich ja doch relativ unregelmäßig Animal Crossing spiele. Vor allem jetzt auch in der... Ich meine, in der letzten Zeit habe ich zwar wieder ja ein bisschen aktiver gespielt, dann kam aber so eine kleine Drei-Tages-Phase, wo ich dann richtig Bock hatte, in meinem Planet Coaster Projekt ein bisschen weiterzumachen. Ja. Das war dann wieder für Animal Crossing natürlich sehr schädlich. Dann habe ich gar nichts da gemacht. In meiner Stadt. Aber ich finde das ganz cool so. Die kann man eigentlich ganz gut abwechselnd spielen, finde ich. Ah, fuck. Ich wollte noch die Blumen gestern gekauft haben. Fällt mir da gerade auf. So, die Pilztapete wollte ich noch verkaufen. Genau. Die Axt werde ich auch gleich direkt mal in den Brunnen schmeißen. Können wir gerade vorbeischauen, was es oben so gibt. Ich bin auf jeden Fall den ganzen Katalog mal durchgegangen jetzt am vorigen Tag und habe halt geguckt, was da eventuell zu meiner Einrichtung passen würde. Und habe mir alles Mögliche bestellt. Also das sind jetzt bestimmt um die 15 Items, vielleicht sogar 20. Es wird eine Weile dauern, bis wir die aus dem Briefkasten gefischt haben, aber ja, ich glaube, damit können wir das Zimmer ganz gut gestalten. Und dann kommen halt, wie gesagt, noch die Briefe. Die kommen offenbar dann danach, weil ich auch bei Nuke erst bestellt habe und dann die Briefe an die Bewohner geschrieben habe. Die werden dann aber wahrscheinlich auch heute noch irgendwann im Briefkasten sein. Ich weiß nicht, inwiefern das getriggert wird. Mit dem Bewohner werden wir auch noch ein bisschen reden. Ob wir das alles onscreen in der Folge machen, das weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt erstmal alles aus meinen Briefen holen. Ich werde auch... Ja, ich muss die Briefe leider öffnen. Lesen werde ich die nicht, weil... Also die von Tom Luke meine ich jetzt, weil die sind halt generic, ne? Da steht einfach nur, hier ist ihr bestelltes... Okay, einen können wir nochmal lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal bei Luke bestellt habe. Lieferung an Niklas, mit Freuden senden wir dir heute diesen bestellten Klassiktisch. Bei Hyper Nuke ist der Kunde König. Hyper Nuke, ja. Genau, und so steht es halt in jedem Brief. Allerdings müssen wir die ja leider lesen, um sie zu löschen. Und wir müssen sie löschen, weil wir so viel bestellt haben, dass das sonst überhaupt nicht funktioniert. Und wir können sie nicht innerhalb eines Hauses löschen. Ja, auch das ist... Naja, verstehe ich nicht, warum. So. Der Klassiktisch, ja. Ich glaube, ich lade einfach erstmal alles ab und werde das dann ein bisschen abändern. Bei dem Sofa bin ich mir noch nicht ganz sicher. Irgendwie passt es rein, irgendwie auch nicht. Diese Unstimmigkeit passt irgendwie so ein bisschen. Aber ich habe mir jetzt auch noch ein Designer-Sofa bestellt, also das Weiße. Ich finde das mega geil. Aber ob das hier in den Raum passt, das schauen wir mal. Es sind halt überwiegend natürlich Holzmöbel, einfach weil ich wollte halt einen Platz haben für die Grazia-Möbel. Und ich finde, Tapete und Teppich passen einigermaßen dazu. Hab die deswegen bestellt. Blödsinn, die hatte ich schon, habe ich deswegen beibehalten und habe mir dann irgendwas bestellt, was dazu passt. Und das sind meiner Meinung nach überwiegend so Holzmöbel. Wobei ich den Kieferntisch auch irgendwie, das ist zwar ein helleres Holz, aber ich finde das eigentlich ganz passend. Aber in Sachen Stil würde mir sowieso irgendwie keiner vertrauen, deswegen... Vielleicht findet ihr das auch wieder mega hässlich. Ist mir aber eigentlich egal. Was ist eigentlich? Ist mir egal. Ich finde das eigentlich ganz cool so. Deswegen habe ich dazu gemacht. Wie ich das anordne, muss ich auch nochmal schauen. Ich habe halt eigentlich immer so ein bestimmtes Muster, wie ich Räume... Ach ja, stimmt. Anordne und... Ja. Will ich eigentlich mal ein bisschen brechen. Das mache ich auch eigentlich schon damit, dass ich hier so die ganzen Häuser ein bisschen, eigene einrichte. Ein bisschen individueller.
Das habe ich ja meistens tatsächlich einfach nach Serien gemacht. Aber auch eigentlich nur, weil ich die Akademie-Sachen haben wollte, die Akademie-Punkte und dann entsprechend die Belohnung dafür. Aber irgendwie hat es bei mir nie komplett gereicht. Dafür könnte man sich auch mal Feng Shui angucken. Das gibt's ja in dem Spiel. Mit rote Möbel dahin, grüne Möbel dahin, gelbe Möbel dahin, aber ja, bei Zeiten. Irgendwann mal. Jetzt können wir erstmal die ganze Kacke löschen. Eventuell ist schon was Neues angekommen, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Jetzt habe ich einen Brief von Keks gelöscht. Gut gemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Hier habe ich entsprechend noch ein Item, die blaue Lavalampe. Da bin ich mir auch sehr unsicher, ob die überhaupt in den Raum passt. Die ist so groß. Nee, ich meine vom Stil her. Bin ich mal gespannt. Nee, leider noch nichts Neues angekommen. Hier haben wir noch die High-End-Anlage. Da können wir direkt mal Musik reinmachen in unser Haus. Und einen Schaukelstuhl. Ja, spätestens beim Neubetreten des Spiels müssten neue Nachrichten ankommen, glaube ich. Können das so machen, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen. Ja, ich würde eigentlich erstmal lieber einen Gesamtüberblick haben über meine Items und dann erst loslegen, irgendwo was hinzustellen. Deswegen würde ich fast vorschlagen, dass wir jetzt einfach ein bisschen angeln oder generell Insekten suchen, mit Bewohnern reden, so ein Shit machen. Und ich dann quasi immer noch am selben. Ja, wow, ich wollte da die High-End-Anlage hinstellen. Ich dödel. Zweites war das, glaube ich. Und dann würde ich quasi auf jeden Fall noch einen Part an diesem Tag machen, allerdings dafür neu reingehen. Ja. Das könnte man ganz gut machen, glaube ich. Ach so, das ist meine Prinzenkrone, genau. Und das ist der Schaukelstuhl. Okay. Können auch natürlich schon anfangen, jetzt hier die Mario-Möbel langsam wegzupacken, weil die bleiben definitiv nicht hier stehen. Die sehen einfach schrecklich aus. Also ich meine, das ist ein cooles Easter Egg und so, ne? Aber ich muss die eigentlich nicht unbedingt im Raum haben. Eher so für die Sammlung im Schrank. Das ist, glaube ich, eher das, warum ich die sammel oder behalte. Also. Das Ladenmodell konnte man nicht auf den Tisch stellen, ne? Ich will es nur mal wissen. Das wird jetzt links daneben platziert wahrscheinlich, ja. Jetzt habe ich leider keinen Schrank mehr zugänglich hier. So, hier ist sowas wie KK Arie, glaube ich, so. Nee, nicht Arie. Was war das? Was meinte ich denn? Wie heißt das noch gleich? Irgendwas, was ich noch gar nicht habe. Irgendwas Dekadentes. Reggae wäre auch, aber nee, das passt nicht. Soul ist eigentlich auch ganz nett. Vielleicht lasse ich hier Soul laufen. Also soll der nicht dekadent sein. Er soll chillig dekadent sein. Irgendwas dazwischen. Dass man halt schon einen gewissen Stil sieht, eine gewisse Klasse in den Möbeln, eine gewisse Marke, aber halt nicht so überhoben. Ich habe zwar schon. Ach, ist auch scheißegal. Die Silberaxt wollte ich nochmal in den Schrank werfen. Habe ich zwar schon eine von, aber was soll's. Die Goldkarte auch. Und genau, die Axt wollte ich reinwerfen schon mal. Stand jetzt hier unten noch was an Mario? Auf der rechten Seite, glaube ich, noch. Habe ich nicht weggeräumt, ne? Ja. Noch drei Items. Wunderbar. Okay. Bei denen weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich die hier stehen, vielleicht nicht. Das Grün würde mich halt ein bisschen stören. Aber ich habe ja auch da eine Pflanze. Mit Grün. Vielleicht finde ich noch irgendwelche Pflanzen, die noch ganz gut dazu passen. Den hier könnte ich vielleicht noch runterpacken. Oder generell auf Möbel von hier. Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier noch ein bisschen rangehe. Als nächstes dann, aber. Ja. Den Eisraum oben, ja, werde ich auch früher oder später nochmal angehen. Aber zu seiner Zeit. Erstmal kümmern wir uns jetzt um den Keller und machen den einigermaßen schön oder so wie ich ihn halt schön finde. Und dann gehen wir weiter. Ich glaube, das finde ich ganz okay so. Nicht wahr, Keks? Ja, ich gieß dich einfach erstmal. Natürlich. Hey Liebling, ich weiß, es kommt plötzlich, aber ich muss aus Draconia wegziehen. Nein, 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 nein. Ich mache jetzt einen Safe State, ja? Wobei, nein, ich mache kein Safe-State. Bitte bleib. Naja, ich will auch nicht gehen, aber ich habe irgendwie keine Wahl, hey.
Was? Du hast eine Wahl. Glaub mir, du hast eine Wahl. Ich will eigentlich nicht gehen, Heyman. Dann wirst du auch nicht gehen. Ich glaub's ja, also, heute werden wir noch eine ganze Weile spielen, das kann ich euch sagen. Der wird hier bleiben. Der bleibt hier, Manu bleibt hier, Mischka bleibt hier und Manu bleiben hier. Die vier bleiben hier. Punkt. Das ist unverkäuflich. Das kann er mir doch nicht antun. Warum? Ich weiß aber ehrlich gesagt auch noch gar nicht, ob der überhaupt jemals aus Draconia wegziehen wollte. Ich glaube einmal. Aber da gab es definitiv Charaktere, die schon häufiger ausziehen wollten. Das stimmt. Dann kann man nichts sagen. Da war er eigentlich doch recht toll. Geht heute alles schief? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich einfach belästigt gefühlt durch meinen Brief, dass ich schon wieder Obst wollte. Dabei hat er doch nur Süßigkeiten. Ich weiß es nicht. Dann schauen wir mal, was heute hier abgeht. Ja, du siehst aus ganz besonders. Jetzt bin ich mal gespannt. Na gut. Die war eh kaputt. Viel Spaß damit. Ja. Ob ich jemals meine Goldaxt bekommen werde? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, hier ist eine Blume gewachsen. Hybrid. Okay. Finde ich ja toll, dass das da oben einfach so random wieder neben normalen Blumen wächst, aber bei Hybriden, die eigentlich, die es einfacher haben sollten, sich zu kreuzen, finde ich. Also. Ja, da passiert nichts. Bei dem ganzen Feld unten. Finde ich ein bisschen dreist. Aber ich finde es schön, wenn welche wachsen. Überhaupt. Ist eigentlich wieder eine sehr ungünstige Zeit, gerade auch zum Aufnehmen. Ist gerade 4:30. Und ja, da steht die Sonne halt ein bisschen ungünstig auf meinen Fernseher. Also auf meinen Fernseher oder auf meinen Bildschirm in dem Fall ja jetzt. Ist ja gar nicht auf dem Fernseher. Ja, es gibt bessere Tageszeiten, um aufzunehmen. Zum Beispiel abends. Das ist es auch eigentlich schon fast. Ja. Dann werde ich die anderen Bewohner einfach mal ignorieren, weil es geht jetzt eh nur um Keks, der will ausziehen und der Rest ist dann eh egal, weil der will dann nicht ausziehen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war so eine lilane, ne? Genau, eine Wildtulpe nennen die sich. Hab ja fast getroffen. Egal. Kümmere ich mir später drum. Was wollte ich jetzt eigentlich überhaupt? Ja. Was wollte ich tun? Eigentlich wollte ich jetzt angeln. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe natürlich schon wieder vergessen, welche Fische man überhaupt fangen kann. Und auch zu welcher Tageszeit und wo. Also im Meer, im Fluss. Schon komplett vergessen. Da macht ja nichts. Ich glaube, ich kaufe jetzt gerade mal. Ich kaufe jetzt erstmal Blumen. Vor allem auch, um einfach mal rein und raus zu gehen. Und um die Blumen zu haben, natürlich. Und werde dann direkt nochmal mit Keks sprechen. Weil wenn man den jetzt anspricht, während man noch quasi in seiner Reichweite war und noch nicht irgendwo rein und rausgegangen ist, das Spiel noch nicht irgendwie neu geladen hat in irgendwelchen Formen, dann passiert da nichts. Dann wird er sagen, eigentlich will ich nicht gehen, aber, ne? Ja, das bringt dann nichts. Wenn wir jetzt aber rein und rausgehen, dann werden wir wahrscheinlich nochmal mit ihm darüber reden können und können nochmal sagen, ja, geh doch bitte nicht. Und ich werde es heute so hart provozieren, dass er bleibt. Ja, manchmal geht das auch nicht. Eigentlich kann man die aber, meine ich, immer umstimmen hier in dem Spiel. Also natürlich nicht mehr, wenn sie nur schon ihre Kartons im Haus haben, das ist klar, aber wenn sie sagen, ich will. Bei Manu war das, meine ich, da hatten wir auch schon mal das Problem, dass sie ausziehen wollte, dass ich ihr dann an dem Tag, wo sie mir das gesagt hat, dass sie ja nicht umstimmen konnte. Dann aber am zweiten Tag und dann ist sie auch geblieben. Obwohl ich mega Schiss hatte, dass er dann sich dann doch das ganz anders überlegt. Weil sie irgendwie nur gesagt hat, von wegen, ja, ich überleg's mir, aber ich bleib wahrscheinlich. Schauen wir einfach mal, wie es jetzt läuft bei Keks. Ich will ihn nicht verlieren. Ich will ihn echt nicht verlieren. Es muss nicht sein. Ich würde gerne noch Tulpen mitnehmen. Nach oben.
Haben wir noch Platz? Hä, hey, was ist denn? Meine Wii U ist jetzt gerade ausgegangen, ne? Das finde ich aber ein bisschen dreist, weil ich habe, also die ist ja mein Cursor, ne? Ich muss es immer wieder erwähnen. Ich hatte extra nochmal meine Wii-Fernbedienung, mit der ich da eigentlich aktiv war, hatte ich nochmal ein bisschen bewegt, damit ich nicht in diese eine Stunde Idle-Time falle und die Konsole ausgeht. Aber dem war es irgendwie egal. Ich hätte wohl wahrscheinlich irgendwas anklicken müssen dafür tatsächlich. Damit er sagt, ey, der hat sich irgendwie bewegt. Ich muss jetzt doch nicht nach weiteren 30 Minuten in den Schlaf fallen. Doof. So, hier. Plus. Nehme ich wieder die Batterien raus, weil die Fernbedienung die irgendwie komplett leer saugt. So. Und dann kann es weitergehen. Wir können auf jeden Fall Primeln stehen lassen. Aurikel, Gartenprimel. Die brauchen wir da oben nicht. Pfeilchen brauchen wir auch nicht. Du kannst das hier nicht pflanzen. Kannst mich mal. Ja, komm. Den Rest nehme ich einfach mit nach oben. Können wir auch vor unser Haus pflanzen. Da soll ja auch noch mal ein bisschen Gras wachsen. Soll Gras über die Sache wachsen. Hat doch nicht wirklich Sinn gemacht. Gab keinen Kontext, aber was soll's. Auf der anderen Seite können wir noch eine weiße hinstellen. Na, passt nicht so hundertprozentig gut, aber was soll's. Hier muss ich... Wobei, die könnten wir eigentlich austauschen. Ich könnte es auch lassen. Sonst verfalle ich wieder in einen Austausch und was weiß ich Rausch. Will ich eigentlich gar nicht. So, hier hätten wir noch Pfeilchen. Und die Tulpen nehmen wir nach da drüben. Wo gab es denn hier noch Bedarf? Hier oben. So. Da kommt Unschulds. Ne, nicht. Triumph heißen die hier. Die Weißen. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Weiße Tulpen heißen Triumph, hä? Soll das denn implizieren? Und warum hupen die hier draußen? Gibt's ja nicht. An einem Sonntagnachmittag. Da will ich hier sitzen und Kuchen und Kaffee essen und trinken. Ist ja unerhört, diese Nachbarschaft. Ich hätte jetzt Lust auf Kuchen. Auf Kaffee, ja. Ich trinke auch Kaffee. So, jetzt haben wir noch zwei Weiße. Toll. Super. Na gut. Komm, hier, Manu. Hast du eine weiße Tulpe? Viel Spaß damit. Sieht ein bisschen fehl am Platz aus. Aber macht ja nichts. So, dann schnappen wir uns jetzt nochmal den Keks. Das kann nicht angehen, dass er hier ausziehen will. Es wird übrigens wieder Abend, wie gesagt, 16:30. Das heißt, es gibt wieder lustige Nebengeräusche von den Hasen. Ach, super. Hat er sich jetzt verpisst, der Sack? Komm, mach jetzt hier keinen auf Axel Voss. Sei ein bisschen dialogbereit. Ich will dich überzeugen. Na gut, das hat nichts mit Dialogbereitschaft zu tun. Wenn man aber trotzdem einfach stur bei einem Thema, bei einer Meinung bleibt. Obwohl man etliche Gegenargumente gehört hat. Und oh mein Gott, das ist ein verdammt großer Fisch. Ich mache jetzt einfach mal ein Safe State. Nicht, weil ich Angst habe, den zu verpassen. Und es könnte eine Goldmakrele sein, sag mal. Wobei, nee. Ja, ich sollte vielleicht eine Taste drücken. Egal, egal, den schnappen wir uns. Was bist du? Nee, du bist ein Hecht. Ein Knochenhecht, oder? Ja, genau. Knochenhecht heißt das Ding. Das staten wir jetzt auch mal. Sehr gut. Und da oben ist der Julian. Den habe ich auch ewig nicht gesehen, gefühlt. Mit dem will ich aber auch nicht reden. Ich will den Keks. Wo ist der Keks? Und hatte ich nicht schon mal einen Knochenhecht? Da ist er. Die Sonne und ich haben dieselbe Wellenlänge, hey man. Weißt du, Liebling, in letzter Zeit interessiere ich mich Fossilien. Hallo? Nein? Was soll ich denn jetzt machen? Du sollst bleiben. Ja? Da hast du auch traurig zu sein, Junge. Der lässt sich echt... Der will nicht mehr mit... Der will nicht mal mehr mit mir darüber reden. Okay. Nee. Das erfordert Maßnahmen, drastische, die ich jetzt gleich ergreifen werde, ja. Ich werde auf
Wollt ihr nicht einen Apatoschädel haben? Oder Torso? Irgendwas von einem Apato wollte der Keks eigentlich haben. So, ich guck mal gerade. Knochenecht müssten wir aber eigentlich schon haben. Bla 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 bla. Sag mal an Eugen, kann ich den verkaufen? Oder brauchst du den nur? Ein Knochenhecht, in der Tat. Da haben sie auf einen Volltreffer gelandet. Ein Knochenhecht wird riesengroß. Er kann bis zu 3 Meter lang werden. Ich hoffe, hier im Museum wird er prächtig gedeihen. Aber ganz abgesehen davon, Dankeschön. Was hatte ich denn dann letztens noch gefangen? Ich hatte noch einen relativ großen Fisch gefangen. Ich meine, es war kein so ein riesiger Schatten, ja. Aber was war das denn für einer? Das will ich jetzt mal gerade nachschauen. Ein Schlangenkopf war das vielleicht. Das kann gut sein. Ja, dann wird es wahrscheinlich ein Schlangenkopf gewesen sein, ja. Das ist der einzig große Fisch aus dem See, den ich jetzt hier noch sehe. Na gut. Ja. Ich spreche jetzt nochmal mit Keks. Und wenn das nicht klappt, dann spreche ich mit ihm als Komori. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber... Naja. Ich werde es versuchen. Also. Wünscht mir Glück. Ich denke, ich nehme euch einfach mit, weil... ich bin zu faul, das rauszuschneiden. Wird es vielleicht sowieso vergessen. Kommt drauf an, wann ich das alles render. Weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt im Moment nämlich so eine Phase, da nutze ich irgendwie jede freie Minute mit Mario Kart. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe irgendwie gerade richtig Bock, auf meiner Switch Mario Kart 8 Deluxe durchzuballern. Alle möglichen Cups, alles auf 3 Sterne zu holen. Habe jetzt gestern, während der Dennis unter anderem auch gestreamt hat, während ich dann das nebenbei laufen gelassen habe, habe ich dann alle Cups auf 50 CCM gewonnen. Was extrem langweilig war, aber gut. Einen hatte ich zum Glück schon, dann waren es nur noch 11. Trotzdem viel. Und heute bin ich dabei 100 CCM dran, hab da auch schon die Hälfte. Ja. Ich suchte das wieder so ein bisschen. Ganz minimal. Die können wir schon mal aufheben. Das ist eine, die ich bei Komori wahrscheinlich verwenden will. Sollte ich mit ihm nicht zufällig in das Hotel mal bauen. Und ich spreche jetzt mit Keks, bitte. Sag mir, dass du ausziehst und lass mich dich überzeugen. Bitte bleib. Na, ich will ja auch nicht gehen, aber ich habe keine Wahl. Junge, du hast eine Wahl. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ich glaube, wir müssen mal hier eine Spontan-Demo auf die Beine stellen, dass Keks nicht auszieht. Das gibt's doch nicht. Na, ich könnte denselben Rotz jetzt mal mit Falek machen. Vielleicht hört er einer Frau eher zu. Ich weiß es nicht. Doofe Sache. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werde ich ja sowieso nochmal mit meinem Kara reingehen. Allein, weil ich noch ganz viele Möbel habe und sowas, die ankommen sollten. Und dann schauen wir mal, ob er vielleicht nochmal mit mir darüber reden will. Ich hoffe es sehr. Bis dahin. Tschüss.